Jan Brandt, Sie sind jetzt hier in der BBS 3 Oldenburg. Heute und morgen stellen Sie Ihr Buch vor, Gegen die Welt. Haben Sie sich das als Schüler schon vorstellen können? Wir streben jetzt das Abitur an, müssen uns sehr viel lesen. Dass Sie einmal ein Schülerwerk schreiben, worüber Schüler diskutieren werden. Das hatte ich natürlich gehofft. Ich wollte immer ein Buch schreiben, das in der Schule spielt und was auch Schüler diskutieren, was irgendwie in deren Lebenswirklichkeit spielt, weil meine Jugend die prägendste Phase meines Lebens war, glaube ich. Und ich glaube, das gilt für viele Menschen, dass sich da einfach sehr viel eröffnet, sehr viel passiert in dieser Zeit und so der Charakter herausbildet und die Drucksituation am stärksten ist. Und das fand ich spannend. Und natürlich finde ich das toll, jetzt hier zu sein, einfach mit Schülern darüber zu diskutieren. Gegen die Welt ist jetzt Ihr erster Roman, auch für den Deutschen Buchpreis nominiert 2011. Was ist eigentlich die Handlung? Also worauf muss man sich einstellen? Es geht um den Wahnsinn des Erwachsenwerdens. Im Mittelpunkt steht ein Junge namens Daniel Cooper und der wächst in einem ostfriesischen Dorf namens Jericho auf und leidet stark darunter, dass alle ihn zu etwas machen wollen, was er eigentlich gar nicht sein will. Es herrscht so ein unglaublicher Anpassungsdruck und ja, vielleicht so eine Diktatur der Angepassten und darunter leiden alle Jugendlichen da, dass sie sich nicht frei entfalten können. Jericho, das Dorf kennt man jetzt nicht unbedingt. Man kennt aber, wenn man die Personen liest von den Personen, dann denkt man, ja, sowas kennt man irgendwie. Also ist das Buch irgendwie autobiografisch? Kann man sich im Ort des Geschehens wiederfinden, wenn man durch Ostfriesland wandelt und kennt man die Personen vielleicht? Oder sind Sie selbst ein Science-Fiction-Freak wie Daniel? Ich bin als 12-Jähriger von Außerirdischen entführt worden und habe keine Erinnerung mehr an dieses Ereignis. Und da ist also schon die autobiografische Überschneidung, aber ansonsten ist alles erfunden. Ich glaube, es ist einfach so, dass diese Pubertät ein so umwälzendes Erlebnis ist, dass mir das im Nachhinein manchmal wirklich wie so ein Austausch der Persönlichkeit erscheint. Dass ich manche Fähigkeiten nicht mehr beherrscht habe, wo ich früher eigentlich immer sehr gut und sehr sicher war und dann plötzlich funktioniert es nicht mehr. Also in der Schule einfach ein extremer Leistungsabfall und auch, ja, auch vielleicht ein Verlust der Fantasie, weil die Umwelt einem das immer einredet, dass man jetzt mal aufhören soll zu spinnen und sozusagen auf den Boden der Tatsachen kommen soll. Und diesen Prozess habe ich schon irgendwie so empfunden wie eine Gehirnwäsche. Und ich meine, dann ist man vielleicht auf dem Boden der Tatsachen angekommen, aber es geht einfach wahnsinnig viel dabei verloren. Sie wohnen jetzt in Berlin. Ist es ein Unterschied zu dem Dorf? Ist es vielleicht viel offener? Kann man da freier sein? Viel Science-Fictioner? Naja, in Berlin gibt es schon extrem viele Freaks. Da sind bestimmt auch einige darunter, die sehr stark davon überzeugt sind, dass sie nicht von der Erde kommen. Aber es ist schon so, dass die Großstadt oder mein Umzug in die Großstadt eine enorme Befreiung war, weil dort einfach jeder so sein kann, wie er will. Man wird nicht ständig kommentiert, so wie auf dem Dorf. Und das geht aber einher mit einem Verlust von Geschichten, weil so ein Roman, wie ich den jetzt geschrieben habe, der könnte in der Großstadt niemals spielen. Weil eben diese Geschichten bauen alle aufeinander auf und sie laufen parallel ab und die Leute sind in so einem Geflecht von anderen Personen und so. Und in Berlin könnte man existieren ohne alle anderen. Man könnte jahrelang wohnen, ohne sich mit jemandem richtig mal zu unterhalten und ohne Spuren zu hinterlassen. Und das wäre auf dem Dorf sehr viel schwieriger. Wo fühlen Sie sich wohler? In der Großstadt auf jeden Fall. Ich brauchte auch diese Distanz, um überhaupt übers Dorf schreiben zu können. Es war wichtig, da wegzugehen. Jetzt haben aber ja die Leute davon gelesen in ihrem Dorf. Was sagen die dazu? Fühlen sie sich angesprochen? Ich war erstaunt. Ich hatte gedacht, die würden mich steinigen, wenn das Buch erscheint, weil es natürlich auch schon sehr negativ ist gegen die Welt und auch so eine Grundmelancholie und natürlich vom Untergang des Dorfes handelt. Und ich hatte den Eindruck oder die Befürchtung, dass die sich so ansprechen könnten, dass sie nicht die Unterscheidung machen zwischen Realität und Fiktion und denken, ich hätte einfach nur ein Abbild der Wirklichkeit geliefert und wollte denen eins auswischen und war dann doch sehr überrascht, dass
ich dort jetzt wie ein Held gefeiert wird, werde durch diese Buchpreisnominierung, glaube ich, aber eher, und dass viele das Buch noch gar nicht gelesen haben. Also ich denke, da wird vielleicht, wenn sie es dann doch beendet haben, irgendwann noch mal was kommen. Ich hatte das Gefühl, dass man das Buch, es wird ja von der Frankfurter Allgemeine wurde kritisiert, dass das Buch auch Längen hätte, aber die Stile werden sehr gelobt. Ich habe das Gefühl, also wie schreiben Sie? Wie ist der Umgang? Also setzen Sie sich einfach sonntagsabends hin und schreiben mal eine Seite, was Sie gerade am Tag erlebt haben? Oder muss man sich da wirklich vor den PC setzen und lange erarbeiten? Ja, ich glaube, wenn man das nur so macht, dass man das mal dann macht, wenn man sich gut fühlt und wenn man glaubt, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist, dann ist es schwierig, ein Buch zu beenden. Da gehört dann, das habe ich auch gemerkt, irgendwann schon eine große Disziplin dazu. Und ich habe auch gemerkt, dass ich das zu meinem Beruf machen muss. Das alles andere muss ich ausblenden, sonst kriege ich das nicht hin. Es gibt zwar Autoren, die ich auch kenne, die parallel einen richtigen Job, eine Familie und so weiter haben können, aber das kann ich nicht. Ich brauche wirklich sehr viel Zeit zum Schreiben und dann aber auch kontinuierlich und so eine Routine und habe dann zum Schluss auch teilweise 10 bis 12 Stunden jeden Tag geschrieben, ohne dass jetzt mehr dabei rausgekommen wäre. Manchmal habe ich auch in 3 Stunden 3 Seiten geschafft, aber manchmal hat es eben auch 10 Stunden gedauert. Ein sehr karges Leben ohne Familie dann. Die Zeit sagt, dass sie sehr gut beobachten. Also wie kommt man dann auf die Ideen? Naja, vieles ist schon inspiriert vielleicht von meiner eigenen Jugend. Es geht eher mehr um diese Stimmung, wie das ist, erwachsen zu werden oder wie das ist, in so einem Dorf aufzuwachsen und wie die Menschen dort interagieren und was für ein komplexes Gebilde das eigentlich ist. Und natürlich dieses, jeder kennt jeden, aber jeder hängt mit jedem irgendwie zusammen, also so ein Geflecht von Personen. Das fand ich spannend und daraus ergeben sich einfach sehr viele Geschichten, weil wenn alle miteinander irgendwie was zu tun haben, haben auch alle Verbindungen durch Geschichten. Und als ich angefangen habe, eine Geschichte zu schreiben, sind mir irgendwie noch 10 andere eingefallen und so hat sich das immer weiter fortgetragen. Kann man dann in den nächsten 7 Jahren, Sie haben 7 Jahre dafür gebraucht, habe ich gelesen, denn ein neues Buch erwarten? Haben Sie schon neue Ideen? Ich habe hunderte neue Ideen, also mir fehlt eigentlich die Lebenszeit, um die alle aufzuschreiben. Ich denke aber nicht, dass es nochmal so lange dauern wird, weil ich jetzt doch eher was Kürzeres schreiben will erstmal. Etwas, was sich auch aus diesem Roman heraus ergibt, aber etwas vollkommen anderes ist und viel stärker in der Gegenwart spielt. Also dieses Buch geht von den 80ern bis ins Jahr 2010, aber ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt was mache, was eher heute spielt, 2012. Wollen wir mal erwarten. Ich finde das Buch sehr gut und freue mich auf das Neue. Vielen Dank. Vielen Dank.